Wie lange sind Sie schon in Österreich? 12 Jahre. 12 Jahre? Ja. Woher kommen Sie? Ich komme aus Tunesien. Und leben Sie gerne in Österreich? Geht es Ihnen gut? Ja, das ist gut, Österreich. Es ist immer, das ist Ihre Tochter? Das ist auch meine Tochter, ja, große Tochter. Größere Tochter. Ja. Jetzt gibt es immer wieder diese Thematik wegen Verschleierung und Kopftuch tragen. Wie geht es Ihnen damit? Meine Mutter findet das halt frech, weil es steht bei uns im Koran, bei euch halt, bei euch die Bibel. Und meine Mutter findet das halt frech gegenüber. Und wenn ich älter wäre, will ich auch mal Kopftuch tragen. Das ist meine Entscheidung. Niemand zwingt dazu halt. Und weil, wenn ich jetzt Kopftuch tragen will, dann, wenn ich älter bin, dann kann ich es nicht, weil dann ist dieses Gericht es gibt dieses Gericht, dass man nicht mehr Kopftuch tragen darf und so. Und dann kann ich das nicht mehr, obwohl es mein Wunsch wäre, halt Kopftuch zu tragen. Es geht. Also sie sagt, Kopftuch hat nichts damit zu tun, dass man jemanden zwingt, dass er das anzieht. Man kann es freiwillig. Zum Beispiel, ich will freiwillig Kopftuch anziehen. Meine Mutter zwingt mich nicht dazu. Meine Eltern, meine ganze Familie, das war jede freiwillig. Ich habe auch Cousinen, die noch nicht Kopftuch tragen. Und das ist ganz normal. Ja. Mhm. Arbeitet mit Hand, nicht meine Kopf und Tuch. Und auch. Arbeiten Sie in Österreich? Ja, in Österreich. Und Gasthaus. Er arbeitet im Küche, im Gasthaus. Aber meine Chefin geht nicht, kein Problem von Kopf und Tuch. Ich arbeite mit Hand. Ich denke, was ich gemacht und brav, das ist, geht nicht von meinem Kopf oder ohne oder mit. Das ist was wurscht. Sie anhat oder so. Also es geht, also sie arbeitet bei einem Gasthaus und die Chefin geht es nicht an, wie sie ist, was sie hat, was anders bei ihr ist. Es geht sie darum, wie sie ist, höflich von innen, was sie von innen hat. Und das geht eigentlich. Also es hat nichts mit Kopftuch zu tun. Das Problem ist, glaube ich, ja nicht das Kopftuch, sondern eher die Vollverschleierung. Bei uns im Westen will man jemanden anschauen und die Mimik erkennen. Und das ist ganz wichtig für die Kommunikation. Lächelt derjenige oder schaut er böse drein? Und es geht darum, um die Vollverschleierung. Wie stehen Sie dazu? Also ich habe nichts. Das ist nicht gut, weil zu viele Leute nicht schauen, Gesichter nicht schauen. Das ist nur Kopf und doch normal, das ist gut, ja. Aber dieser Burger oder andere, ja. Das ist geht nicht. Ich bin Muslim, geht lieber nicht das. Also bei mir ist es auch so halt. Ich will auch den Ausdruck des Menschen sehen am Gesicht und so. Und eigentlich, wenn ich rausgehe und dann sehe ich so welche Leute, habe ich so Angst. Oder wenn zum Beispiel, also jemand sich streitet und so, dann sieht man nicht, wie er ist und so. Es macht mir einfach irgendwie so Angst halt. Es ist so, ich will halt den Eindruck von den Menschen sehen. Ich will sehen, wie sie drauf sind und so. Und wenn man nur die Augen sieht oder so, dann kann man nichts sehen halt aus dem Gesicht, aus dem Eindruck. Ruben oder etwas gemacht und gegeben dieser Bürger, das ist Polizei nicht gesehen, was ist das, Mann oder Frauen oder etwas. Das ist, geht nicht. Ich nicht. Ich auch nicht.